Und jetzt hat das Wort mein Kollege Erhard Schärfer in Berlin. Ich grüße Sie. Sie haben die Haushaltswoche und die Generaldebatte im Bundestag beobachtet. Stimmt es, dass die Opposition wirklich schwach war? Oder kommt es einem nur vielleicht so vor angesichts der kurzen Redezeiten? Da kommt wohl eins zum anderen, Klaus Weidmann. Und wenn man sich die Redezeiten mal anschaut, 4 Stunden Generaldebatte am Mittwoch, davon 1 Stunde für die Opposition, diese Stunde wiederum aufgeteilt, je 30 Minuten für Linksfraktion und Grüne Fraktion. Da sieht man schon, wie die Kräfteverhältnisse allein formal und quantitativ sind. Und wenn dann noch die Oppositionsparteien zwar sachlich und konzentriert und durchaus angriffslustige Rednerinnen aufbieten, wie in dem Beispiel, was wir eben gesehen haben, die dann aber doch nicht so vehement, die nicht so polemisch, die nicht so giftig agieren, wie man das teilweise von ihren Vorgängern kennt, wie man das von Gregor Gysi, von Renate Künast oder auch von Jürgen Trittin her kannte. Solche Auftritte, gerade in Generaldebatten hier im Bundestag, dann muss man sich natürlich nicht wundern. Dann liegt das ein bisschen einiges doch im Argen und dann ist da nicht die Vehemenz dahinter, die man ansonsten aus solchen Generaldebatten gewohnt ist. Was die Redezeiten an sich angeht, vielleicht noch ein kleiner Satz. Natürlich können die sich, es ist nicht nur die Redezeit an sich, man kann sie sicher aufteilen und man kann sich strategisch so einteilen, dass man auch in einer Debatte immer mal wieder vorkommt. Man kann Zwischenrufe beispielsweise, Zwischenfragen stellen und schafft sich auf diese Art und Weise auch eine Präsenz. Also es ist nicht alleine die Zeit, aber es ist auch durchaus natürlich das Auftreten und die Vehemenz der Oppositionsredner gewesen, die diese Generaldebatte doch eher so ein bisschen, na, sagen wir mal, traurig gemacht haben. Sogar. Ja, blicken wir auf die Regierung. Da ist viel von Schmusekurs ja innerhalb der Großen Koalition die Rede. Und das wundert einen ja doch, denn noch nicht vor allzu langer Zeit gab es die Etati-Affäre und damit ziemlich miese Stimmung. Wie haben Sie denn den Umgangston der Koalitionäre eigentlich untereinander diese Woche erlebt? Wenn wir mal nur auf den Umgangston gucken, dann ist, glaube ich, in der Tat die Edati-Affäre, die Sie angesprochen haben, der Grund dafür, warum man hier sehr pfleglich, sehr, sehr pfleglich miteinander umgeht. Also da lobt man beispielsweise die Minister der anderen Partei, der anderen Fraktion. Da lobt man die ministeriellen Mitarbeiter in den Fraktionen, die Fachkräfte, die Referenten, die den Ausschüssen zuarbeiten. Dann lobt man die Ausschussarbeit, wie konstruktiv man doch da so zusammenarbeitet, nimmt hin und wieder sogar auch den einen oder anderen Oppositionspolitiker mit in die Umarmung. Und wenn man sich dann anschaut, dass Thomas Oppermann alle Minister lobt und dafür im Gegenzug Volker Kauder, sein Unionspendant, wiederum Thomas Oppermann lobt, mit dem man ja doch vor gar nicht allzu langer Zeit ziemlich über Kreuz gelegen hat, dann zeigt das, dass man diese Krise, die es vor 4, 6 Wochen gegeben hat, nun versucht beizulegen, auch wenn sie hinter den Kulissen natürlich noch nicht ganz überstanden ist. Also nach außen hin, vom Umgang her, betont pfleglich das Ganze. Ja, wer hier alles so wen lobt. Aber jetzt mal zu den Inhalten. Sind die da auch alle kongruent und deckungsgleich? Oder gibt es dann doch Unterschiede zwischen Union und SPD? Nein, natürlich ist das nicht deckungsgleich und das wird sich in den nächsten Monaten, auch wenn diese Koalition in keiner Weise zunächst mal in Gefahr ist, aber da wird sich das doch in vielen Punkten noch mal manifestieren, dass man hier unterschiedliche Auffassungen hat. Wir haben das in den vergangenen 10, 14 Tagen gemerkt beim Thema Rente mit 63. Da gibt es gerade in der Union gerade junge Politiker, die da ganz andere Auffassung sind als das, was die Ministerin Nahles da gerade zusammenbaut. Da gibt es aber ganz andere Themen auch und wir haben es auch in der Haushaltswoche hier in der Haushaltsdebatte erlebt, beispielsweise was machen wir mit der kalten Progression? Da sind alle dafür, das zurückzuführen. Also die Nachteile, die Arbeitnehmer haben, wenn sie eine Gehaltserhöhung bekommen, aber dadurch in eine andere Steuerklasse rutschen beispielsweise. Da will man was dran tun. Aber was man dann tut und wie man das ausgleicht, da gibt es doch eklatante Unterschiede. Da ist die SPD mal ein bisschen vorgeprescht und hat Steuererhöhungen, das Wort der Steuererhöhung schon mal in den Mund genommen. Das ist hier vehement zurückgewiesen worden von Volker Kauder, dem Vorsitzenden der Unionsfraktion. Steuererhöhung werde es in dieser Legislaturperiode nun definitiv keine geben. Also da sieht man schon, sind nach wie vor Auffassungsunterschiede, die wird man auch nicht wegkriegen. Beim Verkehr haben wir es heute Morgen ähnlich erlebt. Da ging das, was Alexander Dobrindt vorgelegt hat, einigen SPD-Politikern auch nicht weit genug. Und die neueste Diskussion haben wir ja unabhängig von dem, was hier passiert ist und unabhängig von der Haushaltswoche ja im Moment auch mit der Bundeswehrreform. Da gibt es einige in der SPD, die beispielsweise beim Thema Standortverlagerung doch einiges ändern wollen oder bei der Nachbestellung von Hubschraubern. Und da kommt sicher noch einiges an Debatte auf diese Koalition zu. Erhard Schärfer in Berlin, vielen Dank für diese Einordnungen. Also, die Koalition auf Kuschelkurs, die Opposition kraftlos,
manchmal zerstritten, traurig, wie Kollege Erhard Schärfer gesagt hat. Einig waren sich Linke und Grüne darin, auf die sozialen Probleme in Deutschland hinzuweisen. Der Kanzlerin warfen sie in diesem Zusammenhang Ideenlosigkeit und Ignoranz vor. Wenn es zum Schwur kommt, steht diese Regierung beständig auf Seiten der großen Vermögen, der großen Profite, auf Seiten der Besitzenden. Wir hingegen stehen auf der Seite der Mitte. Und die schwarze Null, die Sie für 2015 anstreben, die wirft einen langen Schatten und hat einen verdammt hohen Preis. Und zu diesem Preis gehört nicht nur, dass Sie die Sozialversicherung ausplündern, zu diesem Preis gehört auch, dass wichtige Zukunftsinvestitionen ausbleiben. Sie sind so auf diese schwarze Null fixiert, dass Sie die großen gesellschaftlichen Aufgaben komplett ignorieren. Ich meine, das große Problem Ihrer Regierung, der schwarz-roten Regierung, liegt in der Ignoranz gegenüber den großen gesellschaftlichen Aufgaben. Sie ignorieren die sozialen Verwerfungen in diesem Land. Sie ignorieren den wachsenden Reichtum in den Händen einiger weniger. Beim Kampf gegen Armut betreiben Sie Arbeitsverweigerung. Diese Gesellschaft braucht wahrlich kein weiteres Förderungsprogramm für Millionäre. Diese Gesellschaft braucht vielmehr vollen Einsatz für Umverteilung, gegen Armut, für ein Europa der sozialen Rechte. Ja, dafür streiten wir, die Linke, für eine Gesellschaft, die frei ist von der Bürde der disziplinierenden Angst, die frei ist von Armut. Ja, dafür stehen wir. Mit dem Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2014 und der mittelfristigen Finanzplanung liegt der erste Haushalt ohne neue Schulden seit 1969 in greifbarer Nähe. Das heißt konkret, 2014 werden wir einen strukturell ausgeglichenen Haushalt haben. 2015 haben wir die Möglichkeit, keine neuen Schulden zu machen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind ja nicht einfach Zahlen, sondern das ist nicht mehr und nicht weniger als die Einlösung eines Versprechens an kommende Generationen, einmal ohne zukünftige Schulden auszukommen, einmal mit dem auszukommen, was in die Steuerkassen einkommt, einmal nicht auf Kosten der Zukunft zu leben. Und das ist das bewusste Bekenntnis der Großen Koalition, sich um die Sorgen, um die Ansprüche, um die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu kümmern. Das ist unsere Pflicht, das sage ich ausdrücklich, aber wir tun es. Und das zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Die Wirtschaftsprognosen sind einigermaßen positiv. 1,8% Wachstum für dieses Jahr. Das ist mehr als der Durchschnitt im Euroraum. Der private Konsum ist der Treiber unserer binnenwirtschaftlichen Entwicklung. Und der Export springt an, aber die Binnenkonjunktur trägt mehr zum Wachstum bei, als das in vergangenen Jahren der Fall war. Wir können heute sagen, dass wir bislang zu den Gewinnern der Globalisierung gehören, weil wir eine wettbewerbsfähige Industrie haben und weil wir einen sehr starken Mittelstand haben. Ich bin mir ganz sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger auf gar keinen Fall wollen, dass sichere, zukunftsfähige Arbeitsplätze durch die Energiewende verloren gehen. Und deshalb haben wir so entschieden für die Ausnahmen für unsere im Wettbewerb stehende Industrie gekämpft, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen, doch, Sie verschulden sich an den Jungen, an den Armen und an der Umwelt. Sie machen Politik für die Babyboomer, das wussten wir schon, seit Neuestem auch für die BASF. Die freuen sich sehr. Sie sind so etwas wie eine Amigo-Generation. Die Generation der unter 30-Jährigen jedenfalls hat bei Ihnen nichts zu lachen. Und die Industrieprivilegien beim EEG und damit die Mehrkosten für Verbraucherinnen und Verbraucher, die Sie alle gerade verabredet haben, die sind auf einem Niveau, meine Damen und Herren, die hätten früher wenigstens jedem Sozialdemokraten die Schamröte ins Gesicht getrieben. Und Sie verschieben jede schwierige Entscheidung auf die Zeit danach. Fast könnte man glauben, jeder von Ihnen hofft irgendwie darauf, bei der nächsten Regierung nicht beteiligt zu sein, damit Sie diesen Schlamassel wenigstens nicht wieder ausbaden müssen.
Wie hieß doch der Spruch der westdeutschen Jugend damals? Erst wenn die letzte Rentenkasse geplündert, die letzte Sozialkasse geleert und alle Schulden versammelt sind, werden Sie merken, dass man Koalitionsverträge nicht essen kann.